Es sind nur noch ein paar Tage. Am 20. wird der Neubau des landeskirchlichen Archivs feierlich eröffnet werden. Überall sind noch die Handwerker und die Arbeiter zugange, aber sie sind sehr fleißig und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen werden. Es ist das Happy End einer langen Geschichte. Im November 2006 hatte die Landessynode die notwendigen 19 Millionen Euro zur Erstellung unseres wunderbaren Gebäudes reserviert. Mittlerweile sind wir so gut wie fertig. Es ist aber auch dringend notwendig, denn wir haben 17 Kilometer Material, die im Altbau fast keinen Platz mehr hatten. Wir hatten schon einige Hallen anmieten müssen und im Neubau werden wir Platz haben für 34 Kilometer.